Hallihallo und herzlich willkommen auf den unseren Kanälen. Heute sind es tatsächlich mal 4 Leute, die hier mit dabei stehen, auch wenn man bei mir auf dem Bild gerade noch erst 3 sieht. Mit dabei sind Falk, Luca und Spatboy. Hallo. Und ihr seht, wir stehen hier zu viert. Das kann eigentlich nur eins bedeuten, so ungefähr. Wir spielen ein Hill Climb. Und dann gehen wir jetzt ganz kurz die Autos durch, die hier in der ersten Runde dabei sind. Das haben wir schon von klein nach groß sortiert und fangen auch beim kleinsten an. Das ist ein MG3 mit hier krass grüner Lackierung. Daneben steht ein Audi RS3 mit einer krass blauen Lackierung. Dann eine Stufe größer bei Audi ist der RS4 der neue, wieder eine grüne Lackierung. Und dann ganz hier unauffällig eigentlich schon von der Farbe steht auch noch ein RS5. Und genau, wir haben schon so ein bisschen am Anfang gesagt, wer fährt gegen wen, waren uns nicht ganz sicher, haben dann aber gesagt, wir fahren erst die 2 Kleinen gegeneinander und dann die 2 Großen. Und dann dürfen die beiden, die sich jetzt eben noch nicht fahren, sich direkt zum Spot. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Genau. Luca steht schon da. Ne? Im Fotomodus? Ja, ich bin noch im Fotomodus. Musst du die tollen Lackierungen noch bewundern? Falk, möchtest du innen oder außen starten? Das ist mir egal. Bin sofort soweit. Und was man auch noch erwähnen kann, René hat, haben wir halt mal so ein die Autos auf Allrad gelassen, einfach damit es so ein kleines bisschen Balancing reinkommt. Falk und Luca mussten ihre Audis verschanteln und auf Front- oder Heckantrieb umbauen. Es ging leider nur Heckantrieb. Ja, ich würde gerade sagen, es geht nur leider Heckantrieb. Okay. Frontantriebbett wäre, glaube ich, irgendwie anders gewesen. Kleiner Fun Fact aus dem Offcut. Hätten wir es nicht begrenzt, wären hier gerade 3 RS4 gestanden. Ja, das neueste Auto hat mal den Bock drauf. Genau. Wo stehst du denn, Luca, für die Drohne? Der Schikane, wo ich dir gerade gezeigt hatte. Der ersten. Der ersten Schikane. Ah, ja, gut, man sieht dich auf der Karte nicht. Ich habe jetzt da, wo ich die Route hingemacht habe. Ich stelle sie gleich wieder hoch. Bei nächster Gelegenheit. Genau, und dann da einfach ins Grüne stellen und dann. Fuck. Ja, Soundcheck. Soundcheck? Hallo, uns hört man nichts. 13 oder so. Das macht keinen Sound, ja. Bei mir ist, glaube ich, das generell das Spiel einfach sehr leise. Ups. Hört sich nach einem kleinen Motor an. Ein Racing? Jetzt bin ich die Brücke runtergefahren. Ach so, und dann mache ich jetzt kurz Musik an. Für die Konzentration und so. Aber diesmal copyright-frei. Anders als beim letzten Mal auf dieser Strecke. Hey, sind die 2 oder genau, René, bist du da mit der Drohne? Ich bin da mit der Drohne. Alles klar. Sind die 2 Kontrahenten bereit? Ja. Da vorne kommt Verkehr. Dann starten wir das erste Duell in 3, 2, 1, go! Macht keinen Platz. Gehört, wir haben ja einmal in RS3 RWD. Und da kommt McLaren gegen kurzen Herzinfarkt gehabt. Und im MG3 haben wir einen Frontantrieb. Ist auch direkt hier bei den Kurven. Der MG will vorbeigehen. Er ist gleich drückt aber so ein bisschen dagegen, hat die Innenbahn. Das ist insgesamt die bessere Linie. Kommt jetzt aber hier in der ersten Schikane ein bisschen zu weit raus. Da kann der MG3 das erste Mal am RS3 vorbeigehen. Durch eine saubere Schikanenpassage. Mal gucken, ob er das auch bis zum Ende für sich behalten kann, diesen ersten Platz. Und nicht behaupten kann gegen den RS3, der jetzt hier natürlich versucht anzugreifen. Der versucht irgendwie dran zu bleiben. Fährt sich schrecklich. Glaub mir, am Schluss ist ein recht langer Gerade. Ich war schon das letzte Mal, dass ich hier gefahren bin im Elektromini unterwegs und auf der Geraden. Ich habe vorher schon gemerkt, obenrum ist irgendwann plötzlich richtig krass an. Also, es ist noch nicht verloren. Auch wenn jetzt ein bisschen Rückstand ist. Kommt erstmal eine Schikane. Da kommt dann komplett eine spannende Kurve. Die ja. Kurve von der RS3 nimmt die wirklich schon fast ganz leicht über dem Limit. Also, jetzt hat zieh! Und jetzt seht ihr schon die Zielgerade. Hier in den Tunnel rein. Dann genießen wir doch einmal den schönen 5-Zylinder von Audi im Tunnel. Ich glaube, das habe ich, oder?
Aber es gewinnt tatsächlich der Mikro. Ja, da löst der Blitz aus. GG. Ich hasse dieses die beiden. Auto. Na dann. Also wurde gewonnen. MG. Hurra. Dann können wir uns gleich in die Kurve zum Zuschauen stellen. Und dann wird direkt Duell 2 ausgetragen. Zwischen Spadboy und Luca. Die sich jetzt auch an den Start hinstellen dürfen. René, willst du innen oder außen starten? Nee, egal, so gut wie aus. Okay, dann stehe ich schon da. Passt. Hat, glaube ich, auf der Strecke eh nicht so Vorteil. Gehen mit der Drohne ganz schnell hin. Falk, du sagst, wenn du da bist. Ich bin da. Du bist mit der Drohne schon da. Okay, dann sind die Kontrahenten bereit. Ja. Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Oh, ein bisschen bessere Reaktion von Luca, aber dann sieht man doch, der Allrad, zumindest hier am Start, bringt ja auf jeden Fall was, der RS4. Ist jetzt schon ein paar Meter vorne, aber der RS5 hängt da halt noch hinten dran. Man sieht schon, Luca hat wirklich hier alle Register gezogen, hat hier eine fetten Spoiler dran gemacht und in der Kurve merkt man auch, ist ein bisschen schneller und macht da auch schon direkt den ersten Angriff. Jetzt geht's hier in diese Schikanen rein und auch wenn der RS4 jetzt schon hinter RS5 ist, bremst, kann er sich reinbremsen und dann vielleicht auch mit dem Allrad besser rausbeschleunigen und ja, genau, geht durch diese erste hier Haarnadel in Richtung der zweiten Haarnadel. Verkehr wegschieben, den haben die beiden Fahrer natürlich hier in der Driftzone nicht. Die können, haben die Autos geghostet und können da voll drauf aus der zweiten Haarnadel raus und richtig knapp geht diese Sache. Der RS5 kommt schon wieder tatsächlich vorbei. Aus der Haarnadel, eine bessere Beschleunigung. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber nicht schlecht. Dann geht es jetzt hier nochmal in einer 90-Grad-Kurve. Einmal auf die erste etwas längere Gerade. Dann kommt noch eine Haarnadel und dann eine Gerade. Diese Haarnadel muss der RS5 jetzt echt verwalten. Er muss rechtzeitig anbremsen. Und der RS5 verbremst sich. Hat er auch einen Test auf? Nee, RS5. Ja. Willst du auch das ja. Und auch in der Testfahrt war das schon der Fall. Das ist eine gefährliche, eklige Kurve. Geht hier auf die Gerade und da tut es mir leid für einen RS4. Das reicht, glaube ich, nicht mehr gerne. Rosenbruder in den RS5. Da fahren sie Richtung Blitzer und fliegen hier weg mit der Drohne. Aber Chichi, schönes Ball. Ja. Gewinnt der RS5 und dann geht es jetzt direkt weiter in den Kampf um Platz 3. Den darf dann austragen der RS4 gegen den RS3 und im Finale steht dann ganz klein und ganz groß. Oh, yeah, yeah. Ja. Und jetzt der RS4 steht schon, der RS3 ist auch schon hergefahrtet. Sehr gut. Ohne ist auch parat. Welche Linie willst du? Ich muss mal kurz die Reifen mit reinpassen, ne? Ja, wie mir schon. Muss der RS4 dir erlauben. Ja, mach ruhig. Ich bin ganz ehrlich, das nächste Mal machen wir da, wer als erstes oder am meisten Driftpunkte in der Driftzone gewinnt. Ich glaube, da war ich ganz gut dabei. So, Luca, du sagst, machst einen Start. Genau, sind die zwei Fahrer bereit? Ja. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Aktuell Platz 3, Audi RS3 gegen Audi RS4 hier. Wieder einmal beweist er erst hier am Start, dass der Allrad wirklich was hilft. In Horizon, vor allem beim Hillclimb, ein paar Mal bergauf beschleunigen heißt, da ist der Allrad natürlich ein Segen. Boah, und da kommt der RS3 ein bisschen weiter raus, aber auch wieder wie im vorherigen Rennen, wenn es in die Kurven geht, irgendwie der RS4 scheint nicht so das perfekte Kurvenauto zu sein. Beim RS5 hat man ja schon beim Aufbau gesehen, da sind alle Register gezogen worden. Mit Ortserehrung und da war ja irgendwie klar, dass der Kunst wieder RS5 wird. Aber auch hier, Falk schlägt sich gar nicht so schlecht im kleineren RS3. Ich weiß nicht, wie es vom Gewicht ausschaut. Ob der RS3 einfach mehr auf, besser auf Kurven aufgebaut ist. Mag aber so eine Tonne. Ja, tatsächlich hatte ich auch mit dem RS5 hatte ich zwar den Heckflügel drauf, aber da war auf der niedrigste Einstellung. Plötzlich rein und der RS3 nimmt hier die Wände mit, die Stein, nicht Stein, die Holzsäule. Aber es gibt nochmal eine Haarnadel. Boah, der RS4 bremst diesmal rechtzeitig an und der RS3 fährt rein. Da das wird ein sehr, sehr enges Duell. Ja, jetzt mehr die Leistung drinnen.
kann sich der RS3 vielleicht mit dem Schatten nochmal ransaugen. Boah, dann nimmt er die Kurve ein bisschen enger und da wird es richtig knapp. Da wird es richtig und sie gehen jetzt nebeneinander durch den Tunnel. Der RS3, kein Kombi, ein bisschen wünschmittiger, kann das Ganze noch für sich entscheiden. Hat so. Wahrscheinlich auch das bessere Leistungsgewicht. Ja. Aber auch wieder als sehr ein spannendes Duell. Boah. Ui. Der Passant, der da war, der hat mir einmal durch die Kurve hier an die Front rein. Das war echt voll zum mit anschauen, auf jeden Fall. Luca, startest du innen oder außen? Ich starte innen. Okay. Was einer von den zwei Drohnenpiloten. Bin gleich da. Signal geben, wenn beide da sind. Natürlich erst. Bin da. Dann macht René das Startsignal, sobald er da ist. Sind gleich beide bereit, Luca? Ja. Bin jetzt auch da. Bereit, ja? Ja. Ja, dann geht's los, wenn ich wieder auf der Brücke bin. In 3, 2, 1, go! Okay, Shortshiften hilft. Diese Leistung. Das war ein leichtes Auto mit fucking 350 PS. Viel zu viel, wenn man von dann dreht. Da kommt ein Mini. Ui, ein Kombi-Käfer, kein Mini, aber. Käfer. Der ist ein Mini, so rum. Und. Ja, dann macht er erst 5 die Kurve. Da macht der RS5 schön zu. Aber in der Kurve kommt er doch vorbei. Nimmt er glatt den Passanten mit, der natürlich nicht da ist in der Driftzone für die beiden. Und wer geht jetzt als erstes auf die Gerade? Oh, der Pass. Oder holt sich der RS5? Das ist ein Kopf an Kopf, aber auch. Oh, er kriegt die Haarnadel besser. Das ist jetzt. Das ist der MG vorne. Wer hat mehr Power? Die MG. Bremst der Vorsatz aus oder? 367 PS. Jetzt muss ich wieder alles leisten. Geh aus meinem Windschatten raus. Ah, selbst der Windschatten wird ihm nicht helfen. Oder? Oh, das wird eng. Das wird eng. Ja. Das war sehr eng. GG an Lorenz. GG. Ja, auf jeden Fall schon mal spannende Duelle. Genau, dann wechseln wir direkt auf die zweite Strecke und auf die zweite LI-Stufe natürlich. Wenn wir das schnell genug schaffen, dann brauchen wir noch nicht mal einen Cut jetzt. So. Dann ist das erste Duell Lorenz gegen René, ja. Ja, und Falk an dich, wenn du mich gleich siehst. Ich bin auch in der Schikane wieder da. Funktioniert wieder die Drohne überall hin. Ja. Dann noch kurz das Auto. Ja, und jetzt kommt hier das größere, das scheinbar sportlichere Auto auf B700, aber diesmal mit Heckantrieb. Das größere? Ja. Größer als ein MG MG3 ist der MG MGX Power SVR. Boah, geil. Aber hier in dem Duell immer noch der Kleine. Ja. wo stellen wir uns hin? Hier gibt es keine so richtige Startposition. Hier müssen wir einfach nebeneinander uns entscheiden. Das wird schon passen. Oder willst du außen starten? Mir ist egal. Sagen? Nee, das war zu dann weit. Bei, hier steht. Ja, Falk, ich glaube, du musst auf die untere Straße. Ja, von hier aus geht's auch. Ja, okay, schon da. Okay. Mal geht, passt, wenn es von da geht. Drohnenmodus. Oh, also ist auch das Duisier sein, oder? Ja. Was geil das. So. Ja. Okay, dann Duell 2 oder Rennen 2 besser gesagt. Porsche Macan. Oder? Ja, das ist doch der Macan, ne? Ja, Macan Turbo. Ja. Genau. Gegen den MG SVR. X-Power SVR, genau. Lass alles klar. Noch den Passanten durch. Nee. So, okay, bei mir. Genau, du Falk bist auch da. Ja. Soll ich anziehen? Ja, gerne. Okay, seid ihr ready? Ja. Dann geht's los in 3,
2, 1, go! Das sieht hier direkt der Karrieren. Nee, Makan, verdammt. Hat natürlich durch den Allradantrieb hier ein bisschen am Start die Vorteile. Geht's aber hier in die Kurve rein und man sieht's natürlich, der MG hat einen dicken Heckspoiler. Das bedeutet natürlich mehr Kurvenspeed. Route wird neu berechnet. Manchmal. In 100 Metern rechts abbiegen. Gott. Ich habe mich vorher gewundert beim Aufbauen von dem Auto, warum hier das Getriebe so viel gibt, aber Alter, sind das lange Faltenzeiten. Oh, da geht der MG in den rein und versucht es aber beim Rausbeschleunigen, hat der Makan dann doch mehr Leistung. Das ist nicht die Leistung, ich habe im zweiten Gang geschaltet, 5 Sekunden später ging es dann auch bei mir weiter. Oder so. Ich glaube von der Leistung geben die sie nicht so viel. Ich habe auch 400 PS. So viel mehr wird der Makan nicht haben. Ich kann es ja tatsächlich gar nicht sagen gerade. Der kurvigen Passage geht der MG innen vorbei. Man sieht es natürlich, er liegt ein bisschen besser in den Kurven. Der Makan ist ein bisschen rutschiger, sie bekommen beide untersteuern. Ein Tick zu spät auf der Bremse, würde ich tippen. Ja. Ist der Makan leider ein bisschen abgeschlagen, aber mal gucken, vielleicht kommt er nochmal ran hier in der Kurvenpassage oder in der Haarnadelpassage. Vielleicht muss ich noch einmal schalten. In 400 Metern links abbiegen. Hat es einfach aus dem Drohnenmodus rausgeworfen. Danke für den neuen Bug. Denn wir haben ja schon gesehen, der Makan ist beim Rausbeschleunigen deutlich, deutlich schneller als der MG links X-Power abbiegen. SVR. Genau, irgendwie so. Ja. Komm, jetzt zweiter Gang. Einmal muss ich noch schalten. Vielleicht kann ich es hinterher am dritten. Da kommt der Makan langsam, glaube ich, noch mal ein Stückchen ran. Ja, nee, noch mal ab 180 ab dem dritten Gang, wenn er da ein bisschen Drehzahl hat, geht's beim MG klar. An der Stelle GG. Ja, da kurz am Schluss. Ich habe vergessen, die Popmutter abzudaten, aber... Okay. Hui. Gut gefahren. Hier, dein Fahrer. Dann wechseln Falk und ich auch mal die Autos. Ja, ich sitze mal im Neuen. Ich auch. Und hier, René, ist es besser, wenn du dich hier unten hinstreust, glaube ich eigentlich. Aber also von dort, wo ich stand, gehst du auch überall hin. Ja, ja, okay. Von daher. Dann kannst du dich auch oben hinstellen, das ist... Also Luca, als Vorwarnung, ich gehe entweder geradeaus, entweder bremse ich oder entweder lenke ich. Ich will innen starten. Nein, Spaß. Was ist das denn? Da Falk entscheiden. Okay, dann haben wir hier einen Rostkübel und einen Farbtopfkübel. Genau. Ist René auch schon da? Ja, ich bin da. Dann darfst du anfangen, wenn die Fahrer bereit sind. Warte, halt. Fun Fact, wir hatten hier auch wieder das gleiche. Ich wollte auch den Pickup nehmen. Ja, aber Luca. Ich habe sogar das gleiche Design draufgeladen. Okay, das macht das Ganze noch besser. Ja. Sind alle soweit? Ja. Wer will anzählen? Okay, dann geht's los in 3, 2, 1 und go. Die bessere Reaktion vom VW, der dann auch direkt mehr durchzieht, verfolgt. Ist das recht gemütlich, das Beschleunigen unten rum? Und irgendwann kickt der Motor plötzlich doch so, also vom Geräusch jedenfalls. Einer? Ja, deiner. Ja, ich hab erstmal versucht irgendwie. Und jetzt ist es schafft. So, was weißt du eigentlich da als buntes Auto? Jo, oder? Müsste noch ein Clio in Alter sein. Dass der solche Tuning-Parts hat. Aber cool, cool. Ich glaube, allgemein kann man sagen, bei mir fehlt der Rostentferner und bei Falk fehlt die Grundierung. Ja, aber jetzt gerade schaut es aus, als wäre der VW einfach schneller. Das Ding ist halt aber ein Pfannaufbau. Ja. Weit abgeschlagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber ich musste bei meinem Auto Full Slicks draufpacken, dass ich überhaupt das LI erreicht habe. Den habe ich locker erreicht. Weil ich hatte ungefähr 6 Punkte zum Tuning. Ich habe Stock LI. Stockmotor. Ja, ich hab Stockmotor, die guten alten Diesel. Bisschen aufgebohrt. Falk nimmt die alternative Route.
Der Diesel hört sich echt gut an. So. Hört sich potent an, irgendwie so. Fährt sich halt auch, muss ich echt sagen, komischerweise sehr gut. Ja, du hast ein Auto, das wahrscheinlich von der Gewichtsverteilung relativ viel Gewicht vorne einfach drauf hat, weil hinten ist ja nichts, was Gewicht hat. Er kommt drauf an, wenn Luca für die nächste Grillparty vorbereitet ist, dann hat er hinten auch Gewicht. Ja, das hat er am Start ausgeladen. Grillparty machen wir danach dann. Und so kann ich mir vorstellen, dass er halt mit dem vielen Gewicht vorne nicht deswegen so gut fährt. Ich habe einfach Full Slicks und nur 200 PS. Ja, auch. Ja, das ist es. Auch meilenweit im Vorsprung. Da waren über 800 Kilo oder so. Die Kreuzung, damit ziehen die Finalisten fest. Und die Junge kommt dieser Clio durch. Aber erstmal gibt es eben den Kampf um Platz 3. Falk darf gleich weiterfahren. Und dann geht es wieder zwischen Falk und René um Platz 3 und Luca. Mal schauen, ob es diesmal für dich reicht. Ich krieg noch nicht mal die Leitplanke hier durchgefahren. Warte mal, ich darf ich noch mal kurz was ändern? Dann muss René dir erlauben. Was willst du denn jetzt schon wieder ändern? Keine Ahnung, das Auto. Nee. vielleicht solltest du den Lack runter machen, vielleicht ist er zu schwer. Den Sturz, die Spur und ja. Die Federn. Ich möchte sich quasi nochmal ein neues Auto aufbauen. So, mal ein bisschen härter. Ja, finish sein Auto sozusagen. Einschuldigen. Genau. Wenn du stehst, sind die Reifen bei mir schwarz bei dir, Falk. Und wenn du fährst, werden sie weiß. Was? Das sind eigentlich so absolut hässliche Rot. Mach mal ein Stück zurück und mach mal ein Stück. Ja. Ach ja, hä? Was? Aber auch erst der Vorderreifen. Ja, weil der durchdrehen zuerst die Rotationsgeschwindigkeit hat. Okay, Falk hat einfach Chameleon-Reifen. Läuft. Das ist ja mega. Nicht nur das Auto, sondern die Reifen können auch Farben wechseln. Okay, was? Wie sieht's aus? Sind die beiden Kontrahenten bereit? Ja. Warte kurz. Mir ist noch eingefallen, dass der vierte Gang eventuell einen Ticken zu wenig Drehzahl hatte. Ja. Jetzt ist es kommen, Falk hat gleich einen zweiten Motor auf dem Dach gepackt. So, jetzt krieg ich mit. Okay, sind die beiden Kontrahenten bereit? Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, go! Ihr seht das hier hin. Mann um Platz 3, wir haben einen Race oder einen Rennfahrer gegen einen Lama. Rechts abbiegen. Das Lama kriegt die Kurve nur so halb, obwohl die war nicht sauber gefahren. In 200 Metern. Ja, ich bin gespannt jetzt hier Frontantrieb. Er geht nur geradeaus. Ja, das war eben das. Ich habe ja auch schon mal, bin ich hier den Corsa gefahren. Da hatte ich auch das Phänomen, sobald ich das Gas angeguckt habe, ging er nur noch geradeaus. Du bist aber auch so ein Mac-Corsa gefahren. McDonalds-Corsa, ja. Er hatte wahrscheinlich ungefähr 15.000 Kilo zu viel drauf, weil er nur bei McDonalds Futter bekommen hat. Und deswegen ging er nur geradeaus. Das war absolut überfordert, das Auto. Ah, hier war recht gut für Macanos. Der hält sich da eigentlich ganz gut. So. Ja. Der macht halt einen guten Job. Am Start ist er gut losgegangen, in den Kurven kommt er recht gut durch. Ja. Schaut richtig gut aus, was René da macht. Schön Ausnahmengäbe noch vorbeigebremst. Und Falk hat das Glück, oder das Pech besser gesagt, hier die NPCs genau auf der Ideallinie rumstehen zu haben. Da kommst du ja nicht durch. Schon fahren hat, also. Das ging schon. Kommt langsam aber ran. Jetzt hier nochmal versucht sich der Clio in einzubringen. Also plötzlich noch. Doch, da der Clio. Was hat der denn gemacht? Wieso ist der? Ich fahr jetzt aber nur noch im vierten Gang, dann bringen die Reifen nicht durch. Und ich hab noch die Leistung. Weil das Gewicht passt auf jeden Fall beim Clio. Also ist nochmal eine engere Kurve und der Clio geht innen rein, aber nicht aggressiv genug. Sie beschleunigen nebeneinander raus. Der Clio hat aber das bessere Leistungsgewicht in die Kurve, in die letzten Kurven hier. Konnte sich der Clio doch nochmal vorbeidrücken am Makan. Nee, du tust mir leid, auf der letzten Gerade reicht es nicht. Hast du dein Ziel erreicht? Aber stark gewonnen, also ich hab da jetzt keinen großen Fehler entdeckt, das war. Nee. Sehr starkes Duell. Das OP-Auto. OP-Auto, das hier gerade umgebracht wurde. Und dann geht's. Dann gehen wir mal zum Finale hin, Luca. Mhm.
Also nachdem ich entdeckt habe, dass ich einmal im vierten Gang nur noch fahren muss, ging der erstaunlich gut um die Kurve. Wo ist der Schatten endlich draußen? Ich starte den. Brauchst du vielleicht irgendwie Ersatzteile für dein Auto? Soll ich die mitnehmen? Ja, die geht nicht kaputt, der ist chinesisch. Okay. Das ist eine Reisschüssel oder so? Ja. Sollte der kaputt gehen, liege ich ihn über Nacht in der Schüssel Reis ein. Bei einem Reis wird dann ein fleißiger Chinese angelockt und der repariert mir das Auto. Oh Mann. Alter. Uiuiuiui. Aber gutes Design gefällt mir. Okay, ja, anderes Thema. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr bereit für ein Rennen? Ja. Wobei, lass den Verkehr noch durch den Rekord kommen. Ja. Nee, der macht das doch spannend. Ich sehe außerdem keinen. Ach doch, da. In die Mitte. Ja, ich wollte es gerade sagen, stelle ich mich einfach weiter nach rechts. Nein, passt schon. Hier fahren die vorbei, das geht. Wie legt der sich denn durch, was? Ja gut, spannend. Dann bin ich bereit. Jo, ich auch. Soll ich, willst du? Mach du. Okay, dann geht's los. Wenn die Fahrer bereit sind, seid ihr ready? Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, go. Dann brauchst du nur auf Drehzahl zu kommen. Okay. Jetzt das erste Schalten. Luca macht einen Sprung vor. Erste Kurve entscheidet der Pickup ganz klar für sich. Ja, der ist ja auch, obwohl er tiefgelegt ist, über einen Offroad. Und muss ich das auch machen. Willst du da gerade noch ein paar Steine mitnehmen? Ja. Ja, du, Ladefläche, Gewichtsverteilung, weißt? Ja, halt ich mir gedacht. Wir müssen uns jetzt auch gleich noch eine Grillstelle bauen, so. Ich fall wieder die Brücke runter. Ich auch. Aber wenn das Bild ist wohl nicht ganz gleich. Der Vorsprung von Luca wird kleiner. Lorenz saugt sich daran im Windschatten. Also der MG hier hat mehr Leistung als der auf A800. Da geht er vorbei. Er ist vorbei. Das ist der Führungswechsel. Beide gut die Kurve bekommen. Dieser VW. Da will der Pickup wieder angreifen. Einfach aber das reicht nicht. Jetzt greift er innen an. Und. Oh Gott, sorry. Jetzt, da geht er tatsächlich dran vorbei in der Kurve. Da hast du Full Slick und so musst dich trotzdem noch anlehnen. Ich glaub's ja nicht. Hallo, jetzt bin ich voll, weil ich innen war. So, jetzt heißt es, was kommt auf den letzten Metern? Wer hat die bessere Beschleunigung im oberen? Die habe ich, aber das ist die Frage, ob das reicht. Ich musste nochmal in der dritten Gang schalten. Jetzt. Aber ich glaub, du holst ordentlich auf. Ja, jetzt kommt's. Die Frage, reicht das noch? Haben wir noch genug Meter? Ja. Der Führungswechsel. MG. Auf geht's. Ja, auf jeden Fall spannende Duells. Also sau knapp am Schluss. Ja. Na dann, machen wir noch eine Abmod und die macht Luca. Ja, ich würde sagen, es waren heute richtig spannende und vor allem auch coole Duells dabei. Ich hoffe, es hat allen Beteiligten Spaß gemacht und natürlich auch euch beim Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.